Die DDR. Eine ganze Gesellschaft im Gleichschritt. So scheint es. Doch mit Witz, Kreativität und Fantasie schlagen manche Träumer dem Staat ein Schnippchen. Es ist kein Laufsteg in Paris oder New York. Das hier ist Halle in der DDR, Mitte der 80er. Mit einer verrückten Modenschau verzaubern ein paar junge Frauen aus Ost-Berlin ihr Publikum. Wie andere wollen sie ihre Träume verwirklichen. In den Grenzen der DDR. Ost-Berlin, Ende der 70er. Wer hier aufwächst, hat die Mauer täglich vor Augen und träumt davon, einmal hinter den Stacheldraht zu blicken. So wie Sabine von Oettingen. Für mich war ganz klar, dass ich ganz sicher nicht warte, bis ich Rentner werde. Andererseits war ich auch noch so jung und wollte erst mal mein Leben so ein bisschen aufbauen, was ich als Beruf machen möchte. Damals ist sie 16. Nach dem Schulabschluss schlägt sie die offiziellen Karrierewege aus, geht als Hilfsarbeiterin zum Theater. Doch ihre eigentliche Berufung ist eine andere. Sachen herstellen, die dann deinen Namen tragen oder dein Label sind und dann passen die Schuhe dazu und noch die Tasche. Das war schon immer, das ist ja auch so ein Mädchentraum, wenn man die Puppen behäkelt und macht und tut. Also ich bin wirklich so eine Modetante eben, eigentlich von Anfang an. Mode, das ungeliebte Stiefkind der DDR-Planwirtschaft. Bekleidung fällt offiziell in die Kategorie Versorgung mit Gebrauchsgütern. Das heißt, die Mode muss vor allem praktisch sein. Mode braucht Spontanität, braucht Kreativität, braucht Modernität und das ist die schnelle Übernahme von Trends. Und Planwirtschaft ist langsam und bürokratisch. Planwirtschaft und Mode sind wie Feuer und Wasser. Das verträgt sich nicht. Sabine von Oettingen gehört schon bald zu jenen, die auf eigene Faust Abhilfe für die modische Mangelwirtschaft schaffen. Es beginnt mit kleinen Näharbeiten für Mitschüler und wächst sich schnell zum lukrativen Geschäft aus. Ihr Verkaufsschlager? Leichte Sommerkleider. Die haben wir am FKK-Strand verkauft. Um Berlin herum gab es ja FKK-Strände. Und da sind wir einfach hin, ohne zu fragen, haben die Dinger auf den Bügel gehängt, haben die in den Baum gehängt, haben uns daneben gelegt und dann kamen die Leute und waren ja schon nackt. War total easy. Wie sie machen es viele und verkaufen Selbstgenähtes auf Märkten und Basaren. Die Sachen werden ihnen regelrecht aus den Händen gerissen, trotz stolzer Preise. Die Staatsmacht schaut dabei oft weg. Die Staatsorgane und auch die Finanzämter, das gab es ja auch in der DDR, die haben diese Privatwirtschaft praktisch geduldet. Die wollten das nicht trockenlegen. Das hätten die natürlich gekonnt angesichts ihrer Machtmittel. Aber sie haben das stillschweigend akzeptiert, damit die Leute, die Kunden und die Konsumenten zufriedengestellt werden. Heutzutage muss man das ja alles richtig kalkulieren und richtig einen Stundenlohn und so weiter alles sich ausdenken. Damals haben wir das, glaube ich, einfach so gemacht und alles Geld, was reinkam, war ja mehr, als man ausgeben konnte. So wächst im Freundeskreis um Sabine von Oettingen eine Idee, die eigene Mode auf den Laufsteg zu bringen. Wir wollten das nicht so privat für uns lassen. Privat hatten wir ja den ganzen Kram. Wir wollten das ja auch zeigen, dass andere daran auch Freude haben oder dass die das nachmachen können. Dass sie sagen, ja, Mensch, diese blöde Fallschirmseide, die gibt's, kann ich mir doch auch nähen. Doch sobald es um öffentliche Auftritte geht, wird es heikel in der DDR. Es braucht Papiere, Einstufungen, Genehmigungen. All das haben die Freunde nicht. Der Chef des FDJ-Jugendclubs Schaufenster aus Ost-Berlin hat den Mut und lässt sie im Juni 82 trotzdem auftreten. Der erste Schritt ins Rampenlicht.
Ja, war super. Geil, natürlich. Total toll. Das Gefühl ist super, ist großartig. Besonders, wenn sie dann das auch noch toll finden, klatschen oder wow, oder, ist ja klar, wie so ein Popstar. Schick, charmant und dauerhaft nennen sie ihre Show, kurz CCD. Schick waren wir sowieso und charmant natürlich auch. Und dauerhaft stand auf irgendeiner Ost-Harlack-Spraydose. Die brauchten wir auch dringend, dass diese hochtopierten Frisuren nach vorne und so, dass die eine Festigkeit hatten wie Beton. Nach dem Erfolg im Schaufenster machen sie einfach weiter. Die Shows werden immer aufwendiger. Bei der Materialbeschaffung wird die DDR-Not zur Tugend. Ja, dieser schwarz-weiße Duschvorhang, den gab es da von einer Rolle. Den habe ich dann meterweise gekauft. Wollte noch eine schwarze Folie dazu haben. Erdbeerfolie, ich habe es am Meter. Und dann entwickelt sich ein Modell nach dem anderen. Im Kopf. Und dann setze ich es um. Obwohl die ungewöhnliche Truppe mit Politik nichts am Hut hat, gerät sie ins Visier der DDR-Staatssicherheit. Die Grundstrategie der Stasi war, wir können nicht mehr alles verbieten und alles unterbinden, aber gerade deswegen müssen wir alles im Griff haben und alles kontrollieren und alles wissen. Alles wissen heißt noch lange nicht alles verstehen. In einem Bericht schreiben die Spitzel, gegenwärtig ist nicht bekannt, welche Ziele und Wirkungen mit diesen Auftritten erreicht werden sollen. Wenn sie uns verbieten wollten mit den Shows, war ja der Hauptgrund, der Bürger A, B, C kann dieses Produkt, was er auf der Bühne sieht, nicht käuflich erwerben. Deshalb können wir das nicht zeigen. Wir können denen nicht Illusionen zeigen. Und dann habe ich aber gesagt, na, aber man kann es doch selber nähen. Wir haben es doch auch selber genäht. Dann schenken wir eben die Schnitte noch dazu und die können sich auch alles angucken und abfotografieren. Und dann können sie sich das selber nähen, wenn sie das wirklich haben wollen. Die konnten uns nicht greifen. Wir waren da, ich glaube, die haben uns auch eher machen lassen, weil so waren wir wenigstens sichtbar. Je viel gefährlicher ist ja immer alles, was du nicht siehst. Dass die Zeit von CCD 1985 zu Ende geht, hat dann auch nichts mit der Stasi zu tun. Also das ist so, wie das auch bei jeder Band passiert. Irgendwann gibt es dann andere private Verbindungen, na, wie das so ist im Leben. Und diese eher lustige Sache, schick, charmant und dauerhaft, die galt dann eben nicht mehr. Einige CCD-Mitglieder machen unter dem Namen Allerlei Rau weiter und verleihen dem neuen Zeitgeist in einer düsteren Show Ausdruck. Währenddessen sucht Sabine von Oettingen einen Weg, um jetzt aus der DDR herauszukommen. Ich habe dann genau das gemacht, was viele gemacht haben, nämlich die super lustige, einfache, unkomplizierte und vor allen Dingen unpolitische Geschichte, du heiratest irgendeinen Ausländer. Ich hatte dann eben diesen amerikanischen Freund Bruce mir ausgedacht. Der war schön oft nachweislich in der DDR, weil er da einen Freund hatte. Er war schwul. Eine richtig super schöne Fake-Scheinehe mit weißer Kutsche und allem, was dazugehört. Der Trick war eben nur, mit diesen Ausländern zu heiraten. Du musst in dieses Land reisen. Du musst zur DDR-Botschaft gehen, dich ordentlich anmelden. Also bin ich da auch schön hingegangen auf die DDR-Botschaft und war dann praktisch DDR-Bürger. Erster Wohnsitz Kalifornien, zweiter Wohnsitz West-Berlin. Schon bald ist sie wieder zurück. Diesmal aber auf der anderen Seite der Mauer. Dass die schon bald Geschichte sein wird, kann sie da noch nicht ahnen. In Dresden dagegen träumt ein Mann von schnellen Flitzern. Wien 1963. Ein Autorennen auf einem Flugplatzkurs. Mit dabei sind auch einige Exoten aus dem Osten. Darunter Heinz Melkus. Abseits der Piste macht er eine Entdeckung. Er hat am Vorderrand gestanden und hat diese Lotus Elan-Fahrzeuge gesehen. Hübsche kleine Sportwagen. Und da hat er wohl zu seinen Sportfreunden gesagt, also sowas bauen wir auch mal. Wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, das hat er dann auch wirklich konsequent gemacht und hat Wege und Mittel gesucht, um seinen Traum zu verwirklichen. Heinz Melkus Sohn Peter hat die Rennsportgene geerbt.
Dass sein Vater überhaupt Motorsportler wurde, war reiner Zufall. Denn eigentlich leitete er in den 50ern einen Getränkehandel. Eines Tages ist er im Automobilrennen gefahren, hat dort sein Bier abgeladen und als er wieder losfahren wollte, war die Strecke gesperrt und er kam nicht mehr zurück und musste sich zwangsläufig das Rennen mal angucken. Und hat er gesehen, wie die alten Autos da rumgefahren sind und um die Kurven und wie sie manchmal geknattert hat, manche liefen irisch. Und hat er sich gesagt, also sowas bringst du besser. Schon bald ist Heinz Melkus einer der bekanntesten Motorsportler des Landes und sammelt Titel in Serie. Doch trotz großer Popularität, der Automobilrennsport fristet in der sozialistischen DDR nur ein Schattendasein. Der Motorsport war für die DDR nicht attraktiv, weil es da wenig Aussichten gab, bei Olympiaden Preise, Medaillen und Würden zu gewinnen, um das Ansehen der DDR international zu stärken. Melkus Fahrzeuge sind Eigenkonstruktionen, in monatelanger Handarbeit zusammengebaut. Seinen Traum von einem Straßensportwagen aber gibt er nicht auf. Sohn Peter und dessen Bruder Uli unterstützen ihn. Ich war, wie gesagt, ein bisschen auch der künstlerische Typ und habe gesagt, okay, dann muss es aber ein schönes Auto werden. Vater hatte den Rundrahmen, ein Holzbrett mit dem Achsstand und mit den Rädern. Und da drauf haben wir ein Gipsmodell konstruiert und dann rumgeschnitzt. Und ringsrum in unserer Garage hängen lauter Bilder von Porsche, Ferrari, Lamborghini und alles, was an Sportwagen damals so modern war, Corvettes. Und haben das dort so ein bisschen abgeguckt und haben dann unsere Form gestaltet. Doch die hochfliegenden Träume landen rasch auf dem Boden der Tatsachen. Jeder Sportwagen, jeder Ferrari und Lamborghini hatte eine wunderschöne, schräge, große Frontscheibe. Und wir haben recherchiert, kriegen wir sowas? War unmöglich. Eine Frontscheibe in der DDR herzustellen, war unmöglich. Da haben wir uns aus Blech eine Wartburgscheibe gebaut, das Profil. Und diese Wartburgscheibe musste jetzt in unser schönes Modell eingebaut werden. Und das war nicht einfach. Das sah natürlich immer wieder komisch aus, aber wir haben es halbwegs hingekriegt. Ein Sportwagen für die DDR? Wie soll der in den Straßenverkehr mit all den Trabis und Wartburgs passen? Das moralische Argument, dass es im Arbeiter- und Bauernstaat jetzt, sage ich mal, in DDR-Porsche gab und wo eigentlich jeder das Gleichheitsprinzip mit Wartburg oder mit Trabi oder mit Skoda unterwegs sein sollte, das war schon da. Doch Melkus weiß sich zu helfen, schlägt zunächst der Spitze des DDR-Motorsportverbands ADMV sein Projekt vor. Die ADMV-Leute haben gesagt, das klingt gut, macht mal. Die haben gesagt, macht mal, die braucht nicht um dich kümmern und der Vater hat gemacht. Doch auch die Parteiführung muss überzeugt werden. Zu Hilfe kommt Melkus, dass die DDR 1969 ihren 20. Jahrestag feiert. Staats- und Parteichef Walter Ulbricht will dem Westen ebenbürtig sein. So wird auch der Rennwagen aus Dresden genehmigt. Das Datum hat dazu gepasst, war historisch, der 20. Jahrestag der DDR. Anlässlich dieses großen Jahrestags des Bestehens der DDR präsentieren wir Sportwagen. Damit kann Melkus auch staatliche Mittel anzapfen. Ingenieure der Dresdner Uni unterstützen ihn bei der Konstruktion. Er bekommt ein Kontingent von Wartburg-Teilen. Sie bilden die Basis des Fahrzeugs. Die Kunststoffkarosserie kommt von einem LKW-Bauer. Als der Vater mich dann das erste Mal mitgenommen hat, hat in den Prototyp Versch 1 nie vergessen. Wir sind hier in die Stadt reingefahren und wir sind neben einer Straßenbahn gefahren. Und als wir da drin saßen in dem kleinen Auto, habe ich auf die Straßenbahn hochgeguckt. Wir waren sowas von flach. Das habe ich einfach in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass man auf der Straße so flach mit dem Auto fahren kann. Und natürlich die Beschleunigungswerte und das war ja derartig spritzig, das war fantastisch. Auch das DDR-Fernsehen gibt sich beeindruckt. Jetzt hier den Berg raufgepfeffert. Junge, 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 Junge. Kein billiges Vergnügen. Also Trabis haben ungefähr um die 10.000 gekostet, regulärer Preis. Die Wartburg zwischen 18.000 und 20.000 und unser Fahrzeug hat 27.000 gekostet. Mit Magnesiumfelgen dann 28.500. Das war das einzige Sonderzubehör, was man sich wünschen konnte. Verkauft werden die Fahrzeuge anfangs nur an Motorsportler,
die dann auch Rennen damit fahren müssen. Den Trabis und Wartburgs ist der RS1000 haushoch überlegen. Bis zu 90 PS werden aus dem Zweitaktmotor herausgekitzelt. Das ermöglicht fantastische Beschleunigungswerte und Spitzengeschwindigkeiten von über 170 Stundenkilometern. Beim Bau ist Improvisation Trumpf. Kein Wagen gleicht dem anderen. So werden Spiegel aus alten Fahrradlampen gebastelt. Doch mit der Zeit wird es immer schwieriger, überhaupt Teile zusammenzubekommen. Mein Bruder ist immer nach Eisenach gefahren, hat Teile geholt. Und am Anfang hat er eben 5 Motoren mitgebracht. Und dann hat er bloß noch 2 Motoren mitgebracht, dann bloß noch 1 Motor. Dann mal gar keinen. Und dann gab es mal das nicht, das nicht. Also es wurde zusehends schwieriger, Ersatzteile, obwohl man ein Kontingent hatte. Aber es gab eben einfach nichts. Bis 1979 baut Heinz Melkus gut 100 Rennwagen. Dann muss er die Produktion einstellen. Ich glaube, dass er nie wehmütig war, denn er hatte sein Ziel erfüllt. Er war Autoproduzent geworden, er hatte 100 Autos gebaut. Man hätte jetzt wirklich was Neues machen müssen. Und es wäre auch so ein Typ gewesen, der hätte auch was Neues gemacht, wenn es möglich gewesen wäre. Aber unter den DDR-Bedingungen war sowas überhaupt nicht möglich. Noch vor der deutschen Wiedervereinigung 1990 startet Melkus mit über 60 nochmal durch und gründet ein Autohaus in Dresden. 2005 stirbt er in seiner Heimatstadt. Der RS1000 bleibt sein Vermächtnis. Als ich bei meinem Vater in der Werkstatt angefangen habe und habe dort diese RS1000s mitgebaut, das war meine schönste Zeit im Leben, die ich so erlebt habe. Aus dem Nichts heraus, wo noch jugendlich, dort so ein Fahrzeug zu bauen, aus dem Nichts, wir haben es schon gesagt, bis es ein fertiges Auto war, was auf der Straße sich bewegt hat, das war eine tolle Geschichte. Andere DDR-Bürger flüchten sich in Fantasiewelten. 1966. Während im Westen die Winnetou-Welle rollt, hält der Osten mit dem Spielfilm Die Söhne der großen Bären dagegen. Der Film wird zum Kassenmagnet. Die große Bärin ist unser Totem. Und Hauptdarsteller Gojko Mitic zum Helden einer ganzen Generation. Da war ich 8 Jahre. Ne? Das Kino, das war voll. Und ich habe mir den Film, glaube ich, auch mehrere Male angeguckt. Und wenn ich dann rausging, da war ich Gojko. Ja? Da konnte mir keiner. Das war so toll. Hartmut Felber wächst in der Nähe von Berlin auf. Er ist ein Kind der DDR und überzeugt vom System. Also als Jugendlicher fand ich den Sozialismus toll. Ich wollte unbedingt in die SED eintreten. Später kam ich dann zur Armee. Und dort immer gewahr zu sein, dass man von seinen Vorgesetzten Befehle bekommt, mach dies, mach jenes, mach das. Ne? Und im Gegensatz dieses, was ich ja nur aus Büchern und aus Filmen kannte, dieses freie Leben. Ja, da habe ich gesagt, wenn ich wiederkomme von der Armee, dann gehe ich in den Indianerclub rein. Indianistik wird in der DDR die Beschäftigung mit den Ureinwohnern Nordamerikas genannt. Erste Clubs gibt es schon seit den 50ern. Misstrauisch, vom Staat beäugt. In den 50er Jahren war die Beschäftigung mit den Indianern eher so ein bisschen verdächtig. Weil da mutmaßte man eine Neigung zu Karl May, war in der DDR streng verpönt. Der galt als rassistisch, was Unsinn ist von der Sache her. Aber die Indianerfreunde drehten diese Logik irgendwie um und sagten, wir beschäftigen uns ja mit den verfolgten Völkern und mit den von den Weißen ausgerotteten oder ins Reservat gedrängten Völkern. So wandelte sich das allmählich. Was der Staat nicht verbieten kann, wird eingebunden. Als sogenannte Volkskunstkollektive können die Clubs bald auch öffentlich auftreten. Ende der 80er gibt es über 50 Gruppen in der DDR mit über 1000 Mitgliedern. Die offiziell geforderte antiimperialistische Solidarität praktizieren viele DDR-Indianisten freiwillig.
Im September 1980 gründet auch Hartmut Felber mit 11 Mitstreitern seinen eigenen Club. Sie beschäftigen sich mit den Mohawk, einem Irokesenstamm. Doch um ungestört arbeiten zu können, braucht auch sein Club eine offizielle Genehmigung. Ich weiß gar nicht mehr, von wem wir angesprochen wurden. Ich weiß gar nicht, ob es von der Partei war, die dann, na, ihr müsst euch irgendwo anbinden, ihr könnt nicht so frei rumschwören. Ach so, müssen wir? Okay, gut. Und dann waren wir erstmal bei der Station junger Techniker und Naturforscher. Größtes Problem neben der offiziellen Erlaubnis? Wie kommt man an das authentische Outfit? Bei den Irokesen hat man noch das Glück, die haben viel mit Baumwollstoff gemacht. Ne, dann altes Bettlaken zerschnitten, zusammengenäht, gefärbt und so, das ging noch. Ne, aber schon die Perlen, das war ein Problem. Leder war genauso. So heißt es, Material organisieren und selber machen. Höhepunkt des Jahres der DDR-Indianer ab 1973, die sogenannte Indian Week. Eine Woche lang in den Sommerferien dem Alltag entfliehen. Das war für mich das Allerwichtigste im ganzen Jahr. Ja, und ich habe die Tage gezählt bis zur Indian Week. Ja. Und dann abends an den Feuern wurde gesungen, getrommelt, getanzt, geschwatzt und so. Ah, da geht das Herz auf, der Geist geht auf. Ja, das ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Das ist ein totaler anderer Zustand als so eingemauert in der Zivilisation. Ja, frei. Doch auch diese Freiheit hat ihre Grenzen. Nach wie vor sind die Indianistikgruppen der Staatsmacht suspekt und werden vorsorglich von der Staatssicherheit bearbeitet. Das war ja keine staatsfeindliche Bewegung. Aber das änderte natürlich nichts daran, dass die Stasi, der war das alles hochverdächtig und hatten ein großes Interesse, da Spitzel einzuschleusen, was ihr auch in extremem Maße gelungen ist. Die Idylle ist trügerisch. Die Späher schleichen auch zwischen Tipis und Lagerfeuer umher. Ich habe zwar Gerüchte gehört von anderen, aber ich dachte mir, mein Gott, wer soll sich denn um uns kümmern? Wir sind da sowas von uninteressant, ne, für die Leute. Wir machen doch nichts Böses und tun doch nichts. Und warum sollen die sich für uns interessieren? Ja, das war naiv, wie ich heute weiß. Denn längst hat die Stasi Felber im Visier. Er sei politisch unausgereift, heißt es in seiner Akte. Tendiere weltanschaulich zu den Grünen in der BRD. Tatsächlich ist die Indianistik für Hartmut Felber nicht nur Hobby, sondern Lebenseinstellung. 1987 will er sein Anliegen auch öffentlich machen. Er bittet ein Mitglied seines Clubs, ein Plakat zu zeichnen mit der Botschaft der Cree an die westliche Welt. Hab's ausgestellt am Nachmittag. Am nächsten Morgen sagt mir mein Chef, Hartmut, was hast denn du schon wieder angestellt? Du sollst mal rüberkommen, da wollen mal sich Leute mit dir unterhalten. Ich wusste, dass im Hinterhof auch oft ein Barkas steht, also so ein P-1000, so ein Transporter. Ne? Und ich wusste auch schon von anderen, dass wer da reingeht, der weiß nicht, ob er vorne wieder zur Tür rausgeht oder hinten mit dem Barkas weggefahren wird. Ne? Da hatte ich schon ganz schön Schiss, ne, muss ich sagen. Da hatte ich schon ein bisschen Angst. Und die Leute, die haben mir angedroht, wenn ich das nochmal mache, dann würde erstens der Club würde geschlossen werden, also der VN würde verboten werden und ich hätte halt auch mit härteren Sanktionen zu rechnen. Hartmut Felber versteht die Warnung und hält sich fortan zurück. Sein Club kann weitermachen. Kurz vor dem Ende der DDR wird er mit anderen Häuptlingen sogar ins Fernsehen eingeladen. Wenig später fällt die Mauer.
Doch die Schatten der Vergangenheit lasten auch auf der neuen Zeit. Ich habe dann aus meiner Stasi-Akte erfahren, dass ein, wo ich dachte, es ist ein guter Freund, der war im anderen Indianerclub auch und der war auch oft bei uns zu Hause zu Besuch, dass der uns ausspioniert hat. Ne? Und das war für mich, als ich es dann erfahren habe, war das für mich wirklich herb, ganz herb. Der Verrat trifft Felber tief. Dennoch bleibt er seiner Leidenschaft treu. In Thüringen dagegen reist man kulinarisch in die große, weite Welt. Suhl, Mitte der 60er. Die kleinste Bezirkshauptstadt der DDR. Obwohl sozialistisch umgestaltet wird, scheinen die Uhren hier immer noch langsamer zu gehen. Suhl war eigentlich eine Kleinstadt. Wir haben immer gesagt, in den Bergen, bei den Sieben Zwergen, so ein bisschen. Es war so ein verträumtes Städtchen an sich. Marion Möller wächst hier auf. Ihr Vater Rolf Anschütz betreibt das Lokal Waffenschmied mit Thüringer Küche. Aber er will mehr. Er war halt immer so ein bisschen ein Tüftler. Er hat immer versucht, wirklich immer wieder neue Wege einzuschlagen und immer wieder was Neues. Und es hat ihn halt auch fasziniert, so was andere Länder halt so für Kulturen hatten. Und gerade die Japaner, weil das Essen wurde recht zelebriert. So etwas ist eigentlich nicht vorgesehen in der Gastronomie der DDR. Hauptsache satt heißt hier das Motto. Es dominiert gut Bürgerliches. Auch Anschütz kann in seinem Restaurant nicht frei schalten und walten. Er ist Angestellter bei der staatlichen Handelsorganisation, die auch Gaststätten betreibt. Dennoch bleibt der Wunsch nach etwas Besonderem. Gerade mit meiner Mutter hat er ja viel darüber gesprochen, dass er sowas so vorhat. Er hat das auch mit dem Stammtisch immer gerne besprochen gehabt. Und ja, da haben sie ihn alle natürlich ein bisschen für verrückt erklärt. Aber er ist eben dran geblieben. Er hat das eben, und gerade weil man ihn vielleicht gehänselt hatte, gerade deswegen war das für ihn eine Herausforderung, das doch umzusetzen. Schon an Rezepte und Informationen über die fernöstliche Küche zu kommen, ist in der DDR schwierig. Dennoch will Anschütz für Freunde zumindest einmal stilecht japanisch kochen. Da wurden eben Tische abgesägt, da wurden Stühle abgesägt erstmal nur. Ja, das wurde alles improvisiert. Es wurde eine Kittelschürze genommen und wurde wie Kimono so am Anfang, ja, und für die Geisha, damit das war alles so ein bisschen so aussehen sollte, als ob. Deswegen hat er eben dann angefangen mit handbemalten hier so Leinwänden, wo eben dann die Sonne Japans drauf war. Im Februar 66 steigt der Testballon. Einer der Gäste ist Journalist und schreibt in der Lokalzeitung über das Japan-Restaurant in Suhl. Sehr zum Missfallen der Staatsmacht. Die Eröffnung eines japanischen Restaurants in der DDR war eine Antithese zu der kulinarischen Normalität der DDR und dadurch natürlich auch eine gewisse subtile Provokation. Doch bevor die Genossen durchgreifen können, geschieht etwas Unerwartetes. Draußen sitzen Japaner. Wie ein Japaner? Mester. Konnichiwa. Er stand dann plötzlich in der Gaststätte im Waffenschmied im Restaurant drin und sagt, er hat gehört, man kann hier japanisch essen. Das war das Personal, den kippten die Kinnladen. Das konnte gar keiner. Ich weiß nur, wie meine Mutti, da ist ein Japaner. Das konnte keiner glauben. Hektik bricht aus. Wie den unerwarteten Besucher einen Gastdozenten der Uni Jena zufriedenstellen? Na, die Zutaten. Es war ja, sie haben doch nicht. Gucken Sie mal, japanisch hat man mit Sojasauce, mit Seetangenblättern, mit so vielen Zutaten. Das alles haben sie ja bei uns nicht gekriegt. Er hat Karpfen genommen, um Rohfisch anzubieten. Oder diese Shiitake-Pilze. Da hat er einfach Champignons genommen am Anfang, um das zu machen.
Das Experiment glückt. Der Gast aus dem fernen Osten ist zufrieden. Sehr gut. Die Episode sorgt dafür, dass Anschütz Japan-Spleen akzeptiert wird. Er baut einen Raum seines Lokals um und bekommt fortan sogar Warenlieferungen aus dem Westen. Marion Möller hilft manchmal als Geisha aus. Es war am Anfang etwas ungewohnt. Dieses Demütige, was man, das kannte man bei uns nicht. Da hieß es eben, hier haben Sie ja Essen oder so. Aber dieses Demütige, Sayonara. Man hat dann immer sich verbeugt und hat das gerenzt, sachte gereicht dem Gast. Man hat dann ihm gezeigt, wie man das mit den Stäbchen oder dann auch dieses Nachschenken. Das war alles so, das lief alles so harmonisch ab. Weniger Harmonie herrscht innerhalb der Familie. Sie zerbricht am beruflichen Erfolg des Vaters. Er hat immer seinen Beruf vor uns Familie gestellt. Wir kannten nicht dieses typische Familienleben. Selbst wenn wir Urlaub hatten, wir haben manchmal auf gepackten Koffern gesessen und wer nicht kam, war mein Vater. Anschütz ist bald nur noch mit dem Waffenschmied verheiratet. Der wird immer weiter ausgebaut, samt Badebecken und japanischem Garten. Es gibt Wartelisten von mehreren Jahren, obwohl die Preise mit bis zu 135 Mark für ein Gastmahl gesalzen sind. Dass auch viele Ausländer hier verkehren, ruft die Stasi auf den Plan. Als Anschütz eine Einladung nach Japan bekommt, wird Marion Möller bedrängt, ihren Vater zur Absage der Reise zu überreden. Ich sollte den Druck auf meinen Vater ausüben, dass er das nicht machen könnte, uns zuliebe. Und das wäre doch verkehrt. Und das habe ich nicht getan. Wie gesagt, das habe ich nicht eingesehen. Es war sein Traum. Er wollte ja auch das Land kennenlernen, für das er, was er repräsentiert, auf Deutsch gesagt, wo er diese ganzen Zeremoniell macht. Das war für ihn schon der größte Traum. Letztlich darf Anschütz 1979 doch reisen. Allein in das Land seiner Träume. Er wird wie ein Staatsgast hofiert und saugt die Eindrücke in sich auf. Doch er muss auch erkennen, das traditionelle Japan, das er sich erträumt hat, gibt es schon längst nicht mehr. Das war für ihn sehr, sehr hektisch. Es war wunderschön, das zu sehen, aber deswegen hatte er das, ist er ja dann auch krank geworden dort. Es war einfach zu viel. Diese Eindrücke waren für ihn zu viel. Tagelang liegt er im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Wieder gesund ist sein Rückreisevisum abgelaufen. Anschütz überlegt, einfach da zu bleiben, kehrt dann aber doch zurück in die DDR. Mitte der 80er verlässt er den Waffenschmied, den nach der Wiedervereinigung Möllers Bruder Jörg übernimmt. Doch der muss 1994 aufgeben, wegen Rückübertragungsansprüchen auf die Immobilie. Rolf Anschütz' Lebenswerk liegt in Trümmern. Es war traurig. Ja, es war einfach, ja, es war ein Stück Geschichte, die plötzlich ausgelöscht wurde. Es gehörte ja eigentlich zu unserem Leben teilweise doch dazu. Es war ja so. Rolf Anschütz lebt seinen japanischen Traum wenige Kilometer entfernt weiter. In Oberhof führt er bis 2003 ein Hotelrestaurant. 5 Jahre später stirbt er. In Elbflorenz dagegen unternimmt man fantastische Reisen. Dresden, Mitte der 80er. Hier im Tal der Ahnungslosen, wo das Westfernsehen nicht hinreicht, gibt es wenig Ablenkung vom DDR-Alltag. Wir sind ja mit so einem Doppelsprech aufgewachsen. Schon immer. Das gab die offizielle Meinung, das wusste man. Und darunter war die andere Meinung. Und wenn man so groß wird, dann, mich hat das dann eigentlich nicht mehr so gestört. Man musste sich selber die Freiräume schaffen. Christian Wegscheider stammt eigentlich von der Ostsee, geht aber zur Ausbildung als Orgelbauer nach Dresden. Ihn inspirieren Bücher, Theaterstücke und Filme. Meine Cousine erzählte mir immer von diesem wunderbaren Fellini-Film, Schiff der Träume, diese herrliche Schiffsfahrt. Ich habe gedacht, das ist es. Alle Leute auf ein Schiff
und völlig die Leinen los und in eine Traumwelt. Einen Tag, der unwirklich ist, der einfach dem keiner für möglich hält, dass es ihn gibt. Schiffe gibt es in Dresden genug. Die altehrwürdigen Dampfer der Weißen Flotte. Doch die sind eigentlich nicht für Privattouren zugelassen. Es waren immer gesellschaftliche Organisationen. Dass jemand privat einfach so einen Dampfer mietet, das war nicht üblich. Und die hatten, ich habe ja rumgefragt, ob jemand dort mitmachen will. Und die hatten eigentlich alle Angst. Und als ich dann erzählt habe, ich habe den Dampfer gemietet, wie, das geht doch gar nicht. Dass man das einfach machen kann, das war den Leuten einfach nicht in den Sinn gekommen. Am 27. April 86 ist es tatsächlich soweit. Noch ehe die Stasi es verhindern kann, sticht das Schiff der Träume in See. An Bord ist ein buntes Völkchen von Studenten und Künstlern versammelt. Auf allen Decks wird gesungen, musiziert und gefeiert. Wegscheider gefällt sich in seiner Rolle als Zeremonienmeister. Mit Sinn für doppeldeutige Aktionen. Wir wollten natürlich ein bisschen kratzen, mit Ironie. Wir haben die sozialistische Obrigkeit in gewisser Weise lächerlich gemacht. In Pillnitz stand der Mats Kriebel als König dann. Der König ist ja dann der Staatsratsvorsitzende. Wir haben aber nicht den wie Erich Honecker zurechtgemacht, sondern wir haben ihn als König, als August der Starke gelassen. Das Dresdner Original Mats Griebel deklamiert mit großer Geste unfreiwillig komische Texte aus einer DDR-Kinderzeitschrift. Die Stasi-Spitzel an Bord sind unsicher. Wie mag das gemeint sein? Die wollten mir immer anhängen, Wegscheiders Putt. Putt, politische Untergrundtätigkeit. Aber sie hatten nichts. Die wollten mir irgendwas anhängen, aber es gab nichts anzuhängen. Ich habe also weder noch irgendwelche Literatur dort verteilt, noch zum Staatsstreich aufgerufen, noch irgend zu Ungehorsam oder so. Wir haben einfach auf dem Vulkan getanzt für uns. Am Abend hat Wegscheider sein Ziel erreicht. Seine Gäste konnten für kurze Zeit ihren Alltag vergessen. Doch der bleibt. Wegscheider ist klar, auch im darauffolgenden Jahr muss es wieder eine Dampferfahrt geben. Er schafft es, tatsächlich. Doch die abendliche Tour ist diesmal nur das Vorspiel für eine ganz besondere Zugfahrt am nächsten Morgen. Ich wollte die etwas übermüdeten Leute aus dem Fenster gucken lassen, die dann so im Trance das so an sich vorbeiziehen lassen. Also die DDR komplett vergessen. Mit dem Dampfzug geht es Richtung Osterzgebirge. Wieder ist keiner allein nur Zuschauer. Alle Mitreisenden sind Akteure von Wegscheiders Inszenierung. Und wieder gibt es Überraschungen. Dann kam der Indianerüberfall. Das waren die Radebeuler Indianer, so eine Indianistikgruppe. Und die waren also perfekt angezogen. Und ich musste dann mit denen Friedenspfeife rauchen. Und habe dann den Lokführer, den sie festgenommen hatten, habe ich dann ausgelöst. Das war gleichzeitig der Lohn. Und wollte einfach zeigen, wie einfach das ist, wie wir uns das machen können. Wir müssen nicht amerikanische Filme sehen. Wir können das selber inszenieren. Für die Staatssicherheit aber ist Wegscheider nun endgültig verdächtig. Eine dritte Dampferfahrt soll unbedingt verhindert werden. Einige Tage vor dem geplanten Termin im Sommer 1988 erhält er eine Absage von der Weißen Flotte. Und dann bin ich zu dem Mann hingegangen, zu Herrn Donat an der Weißen Flotte. Und ich sagte dann auch das, was er denkt, die Stasi war bei Ihnen. Und er nickte nur, er wollte auch nicht Ja sagen, weil er wusste ja auch nicht, wer ich nun wirklich bin. Doch Wegscheider gibt nicht auf. Er weiß, er braucht ein offizielles Dokument. Dann könnte es mit der Tour vielleicht doch noch klappen. Er setzt sich in seinen Trabi und jagt nach Ost-Berlin. Ziel? Der Rat für Museumswesen, wo er in einer Gruppe von Musikinstrumenten-Restauratoren aktiv ist. Tatsächlich empfängt ihn ein Funktionär.
Und habe ihm dann die ganze Sache erzählt, dass wir diese Fahrt machen wollen, wie toll das ist. Und, aber ich kann doch nicht einfach ein Schiff mieten, das geht doch nicht. Oder ob er nicht das machen kann. Und dann sagt er, was, 120 oder 150 Leute? Da wurde ihm langsam mulmig. Warum denn das? Ihr seid doch bloß 10 in der Gruppe. Ich sage, Herr Kio, wir können doch nicht mit 10 Leuten dieses Schiff, wissen Sie, was das kostet? Wenn Sie das bezahlen, fahren wir auch zu 10. Ja, wir haben kein Geld. Ich sage, sehen Sie, und da habe ich jetzt gesagt, alle sollen noch mal 10 oder 15 Leute mitbringen und die müssen das bezahlen. Dann sind das alles Freunde von Ihnen? Ja, das sind alles Freunde. Ach so, ja, gut. Ja, gut, dann schreiben wir das. Und dann schrieb der das und dann bin ich noch am gleichen Tag zur Weißen Flotte und habe gesagt, hier, Herr Donat, wenn die Dresdner Stasi-Leute noch mal kommen, dann sagen Sie, das ist ganz oben angebunden. Die sollen hier mal ganz ruhig bleiben. Der Coup gelingt. Tatsächlich legt im Juli 88 wieder ein Dampfer ab. Dass viele Gäste violette Kleidung tragen, hat seinen Grund. Der Titel hieß auch Lila, der letzte Versuch, weil ich auch überlegt habe, ob ich noch mal in die Bundesrepublik gehen. Es wurde ja immer kritischer, 88. Und dann fuhren wir los und dann haben wir noch dieses Lied gesungen. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte lila, bitte lila. Nein, nicht rot, rot steht mir nicht, bitte lila, lila, lila. Die Spitze gegen das Rot der Staatsmacht wird von den Stasi-Spitzeln aufmerksam registriert. Ebenso, dass viele Gäste aus dem Westen kommen. Highlight ist diesmal ein Landgang und ein langer Stoffwurm, der sich über die Uferwiese schlängelt. Dort wartet eine Überraschung, für die die Westbesucher gesorgt haben. Die brachten also kistenweise Kiwis und Melonen und Ananas und Kirschen und Mangos und so, was es ja in der DDR nicht gab. Und das kam alles in Kisten und das wurde verpackt unter einem lila Papier auf einer Wiese. Ein wahrer Zauberberg. Und dann kam etwas sehr Merkwürdiges. Dann kam dieser Moment des Staunens. Das war irrsinnig. Fast kippt die Stimmung. Die Menschen stürzen sich auf die unbekannten Köstlichkeiten. Wahnsinn, ey, das hält von mir aus. Meine Mutter damals, die war völlig schockiert, dass es Leute gibt, die dann Leute wegschuppen, um noch eine Banane oder Kiwi oder was zu kriegen. Und es war dann auch relativ schnell alle, aber im Wesentlichen waren alle total glücklich. Die DDR überlebt danach nur noch etwas mehr als ein Jahr. Dann fällt die Mauer und unzählige Träume gehen in Erfüllung. Bald aber wird klar, trotz Bananen und Kiwis ist auch der Westen kein Paradies. Damals hatten wir das Gefühl, die ganze Welt haben wir umschlungen. Seid umschlungen, Millionen. So ein Gefühl hatten wir. Das lässt sich dann in einer freien Gesellschaft nicht mehr so einfach herstellen. Traumwelten in der DDR. Es gab sie. Aller staatlichen Repression zum Trotz. Und am Strich war dann eben doch die Gesellschaft der DDR vielfältiger und differenzierter und in gewisser Weise sogar freier, als es von außen her den Anschein hatte. Eine überwachte Freiheit wohlgemerkt und eine eingeschränkte Freiheit und zum Teil auch eine Scheinfreiheit, aber doch irgendwie eine Art von, wir machen, was wir wollen. Christian Wegscheider bleibt in Dresden und leitet seit 1989 eine eigene Werkstatt für Orgelbau. Marion Möller setzt das gastronomische Erbe ihres Vaters fort. Nach Jahren im Hotelgewerbe ist sie Seniorchefin eines Steakhouses in Suhl. Hartmut Felber organisiert heute Powwows. Er träumt davon, einmal seinen Stamm in Amerika zu besuchen. Peter Melkos Leben dreht sich weiter um den RS-1000. Mit seinem Sohn baut er neue und repariert alte Fahrzeuge und veranstaltet Rennen. Sabine von Oettingen macht weiter Mode. Ihre Kleidung verkauft sie in ihrem Laden in Halle und auf Märkten in ganz Deutschland.